Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja, wir sind jetzt gerade in einem Afterlife und treffen jetzt gleich Dex und ich quatsch nicht lange, wir gehen gleich mal hin. Mann, Homie, du bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Yep. Hier rein. Bist du pinche Tipo. Man muss hier eigentlich immer, ich wollte sagen, immer vorgehen hier, oder? Okay, Jackie, genau. Geh mal vor. Excelsior. Das ist ja wie ein Zauber. Harte Eddies, wie immer. Muss los. Ich bin bestimmt am Eingang vorbei. Bin ja auch dämlich voll an der Treppe vorbei. Hallo, ich wollte nur mal gucken, was hier so ist. Mr. Beast. Mahlzeit. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Pack aus das Baby. Alles klar. Macht's euch bequem. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Eigentlich ganz gut. Danke für die Hilfe mit erstmal das. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. So, wie lief's halt bei dem Job? Ganz gut, habe Campaign Plaza von innen gesehen. Nicht schlecht, aber sie will dich raushaben. Na los, nicht so schüchtern. Hm. Ganz gut, denke ich. Ich werde ihm das mal noch nicht sagen. In Peggy Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka, der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Das ist alles. Gehen wir den Plan durch. Ja, Parker meinte, wir brauchen dich nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Diese Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Champ Paradis mit Yorinobu. Den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzies. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Das ist alles, gehen wir den Plan. Ja, Parker meint, wir brauchen dich nicht. Ja, da war noch was. Parker hat mir ein Angebot gemacht. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. War das aufgesetzt, Jackie? Sag mal. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Anerkennung bezahlt keine Rechnung. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Gebe ich hier spannend. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste
und wird nicht die letzte sein. Na, das kann schon sein, ja. Gehen wir den Plan mal durch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dax? Das hier. Was ist das hier? Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Sagen wir mal die nicht mit müssen. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Setzt ihr gerade echt auf den Falschen? Ach, schön. Ich kann nicht leise. Wir konnten von leise fliehen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ja, mach mal keinen Stress. Keine Fragen, ist alles klar. Bring uns den Delamain auch wieder weg. Welche Identitäten hast du uns besorgt? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst Gesundheit. Haji Metaki. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Bringt uns Delamain auch wieder da weg? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Keine weiteren Fragen. Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Danke, aber die Eddies sind nicht so wichtig. Das ist echt nett, Dex. Auch wenn mir Eddies nicht am wichtigsten sind. Interessant. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig? Bin ich auch gespannt. Die Herausforderung? Nee, ich will, dass man sich an mich erinnert. Okay, ich hätte Danke sagen sollen. Vergeltung vielleicht? Na los, nicht so schüchtern. Nee, ich will, dass man sich an mich erinnert. Ich will, was alle wollen, dass man sich an mich erinnert. Dass die Leute in 50 Jahren hier sitzen und darüber reden, was ich geschafft habe. Du willst einen Ruf aufbauen. Kann ich absolut nachvollziehen. Eine Sache noch. Im Konpecki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Cheater!
Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Keine Fragen, ist okay. Was hältst du von dem Plan? Der Plan? Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in einer Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Wow, kann man verstehen, ne? Du und Dex. Also ich finde, so viel Geld geht eh was schief. Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Okay, sonst haben wir keine Fragen mehr. Alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay, können wir dann gehen? Tja, dann lass uns losgehen. Lass uns los. Warten bringt nichts. Nee. Ja, lieber reich werden. Bin ich ja gespannt. Das wird bestimmt kein... Nicht mit Easy Going. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Du siehst gut aus, Jackie. Vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße. Darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Na dann. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Was ist das? Achso, siehste, fragt er sogar. Was bist du denn so hibbelig? Was bist du denn so hibbelig? Ja, pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Okay. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Gefechtsmodus klingt illegal. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich. Er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. Natürlich. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Das klingt gut. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Wenn ich ehrlich war. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal ein bisschen chillen. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Bleib einfach mit dem Kopf dabei. Du tust so, als fahren wir zu einer Party. Wir fahren hier nicht zu einer Party, Jack. Wir ziehen hier einen fetten Job durch. Bei Arasaka. Im Ernst, wie? Hältst du mich für so oberflächlich? Ah, eigentlich nicht. Lass mich dir was erklären. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Ja, kann man schon verstehen.
Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Okay, Jackie anrufen. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Laute deutlich, schön, dich wieder dabei zu haben. Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich, alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Hoffentlich. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Danke. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Bin ich auch mal gespannt, ey. Vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Harry. Gehen wir. Harry Potter. Oder Osborn? Können wir uns aussuchen. Warte, ich hol den Flathead. Mal kurz ins Inventar gucken. Jo, keine Waffen dabei. Wir sind schick. Ist das da? Ach, darf ich gerade nicht? Okay. Warum hast du so einen coolen Anzug und ich sehe nur so aus? Oder kann ich das noch umziehen? Militech-Anzug-Outfit, was ist das? Okay. Kann ich jetzt nicht ändern, wa? Nö. Nee. Okay, hätte er sein können. Aber wir haben noch, warte. Ach man, ich bin schon wieder falsch. Wir haben hier noch Charakterpunkte. 3 verfügbare Punkte. Coolness wäre ganz gut vielleicht. Und mal Tech nochmal hoch machen. Sich auf dem Items Gegner Neutralisierung. Ah, ich bin da noch so ein bisschen, muss ich sagen, echt noch überfragt. Reflexe sind vielleicht auch ganz geil, wa? Je schneller du bewegst, desto schneller ist es für Gegner auf dich zu schießen. Das ist gut. Prozentuales Gedächtnis ermöglicht das Nachladen von Waffen beim Sprinten, Rutschen und Klettern. Multitasking ermöglicht das Schießen beim Sprinten, Rutschen und Klettern. Das ist auch gut. Erhöht die Rutschdistanz, erhöht die Spring- und Klettergeschwindigkeit. Oh, was ist das da? Stunt-Joke. Schalte Nova neue Möglichkeiten frei, aus Fahrzeugen auszusteigen. Hm. Gut, das will ich noch so haben. Und wir haben hier noch einen Punkt. Power Slate will ich jetzt noch nicht. Konstitution. Stirb. Erhöht kritische Trefferchance. Ausdauer lässt nach. Bla, bla, bla. Okay, mehr haben wir nicht. Gut. Auch wenn wir jetzt gerade eh keine Waffe haben. Oh, ich habe gerade irgendwas gedrückt. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Taki sprechen. Militärtechnik. Willkommen im Konpacki Plaza. Papiere sind für den Flathead. Hajime Taki. Ich krieg das hin. Muss man hier nicht antworten mit Mikrofon. Ich möchte Hajime Taki treffen. Willkommen im Konpacki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment. Nein, ich will die Haltung ändern. Hab hier was. Halt, stopp kurz. Och Mann, ey, ich bin gerade auf die falsche Taste. Erkundung, Kampf vorwärts. Mist, gehen. Waffe wechseln, alt. Häuste Nahkampf 4.
Kann ich die wieder runternehmen? Können Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Ich muss das nicht erklären. Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Ich würde die Hände gerne wieder runternehmen. Bitte sehr. Das ist ganz schön vergoldet. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Moji, Moji. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Ups, ich habe aus auf Überspringen gedrückt, Mann. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Hört sich gut an. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Gott sei Dank. Okay, gehen wir. Schon ein bisschen Kacki in der Hose gehabt, Junge. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Harry? Ziemlich nett hier, oder? Ja, es hat nicht was. Wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Also, es sieht echt schön aus, ne? Ist auf seine Einfachheit echt stylisch. Wollen wir uns noch einen Drink mitnehmen? Oh, wir gehen in die Richtung. Okay, du willst einen Drink, mein Freund. Die Mädchen? Ich weiß nicht. Das war die Bar sieht nett aus. Das sind Profis. Ja, sag ich ja. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir können uns dort umsehen. Na klar, Jackie, komm. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein scheiß Vertreter. Ich gehe hoch. Es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Muss mich hier umsehen, oder was? Ich würde sagen, Sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Ziemlich schick. Ich weiß, dass du schnell. Wenn das betrifft alle hier. Alle werden einen Schrein kriegen. Hey, wunderbar. Eben mit 42, bitte schnell. Wo Jackie weg ist. Na, wenigstens mal andere Fahrstuhlmusik hier, nicht immer dieses. Oh. Soll das ein Waldhintergrund darstellen, ja? Hey, Jackie. Wird auch Zeit. Ja, schon da, mach mal keinen Stress. Ich dachte eigentlich, wir beide gehen in die Bar rein und dass du weiterläufst, kann ja keiner ahnen. Ich dachte, du wolltest dir das nur mal ansehen. Das Ding muss so schweineschwer sein, ey. Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. War ganz hübsch. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzug ab. Klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht?
Boote den Scanner. Sieh dich um. Na ja, gleich. Einfach mal alles scannen. Hier gibt es ja auch ein Bad. Ist das hier? Mach mal auf. Ist ganz hübsch, ne? Muss man ja mal sagen. Nice, nice, nice. Ja. Immer noch nicht. Wie schwer kann das sein? Ach, überhaupt nicht schwer. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Wenn es euch gefällt, lasst mir doch wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt natürlich auch mich und meinen Kanal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.